Mach's mich zum Kämpfer ohne Visier. Alles gedreht, Sinne wie benebelt. Ich bin heillos, betrunken von dir. Du wärmst mich auf mit deinem Wesen und lässt nicht einen Zentimeter unverschont. Du flutest alle meine Decks mit Hoffnung auf ein echtes Leben vor dem Tod. Ja, ich arme dich. Ja, ich brenn für dich. Ja, ich lebe für dich, jeden Tag. Ja, du spiegelst mich. Und ja, ich schwör auf dich und jeder meiner Phase sagt ja. Es ist noch immer so schwer zu glauben, du die meisten meiner Fehler übersiehst. Du erdest jeden meiner Gedanken. Vielleicht das Mikrofon, danke. Aha. Ich weiß genau, was für ein Foto das ja. Zeige. Der Markus in der Blüte seines Lebens, so wie Gott ihn erschaffen hat. Jeden Morgen habe ich ihm den Rücken eingreben. Das war das Ritual, und zwar jeden Morgen, auch wenn wir lange im Ausgang waren. Also jeden Morgen habe ich Markus dürfen den Rücken eingreben. Ist gebraut worden am Polterabend. Wir durften aussuchen, welches Bier das wir haben wollen. Wer Nicole kennt, weiss, wie auffällig, unauffällig sie immer wieder nachfragen kann und so tut, als wäre sie eigentlich gar nicht so gewundrig, aber sie ist eben doch mega gewundrig. Ja, was haben wir Markus erzählt? Wir haben gesagt, was für eine tolle Frau die Nicole ist. Gut aussehend, humorvoll, sie ist eine Geniesserin, sie isst und sie trinkt gern. Es hat sehr viele Punkte gegeben. Mit ihr kann man Pferd stellen, sie ist eine treue Seele, liebevolle Frau und alles, was sie sich eigentlich wünscht, ist einfach Familie, weil das ist für sie das Wichtigste. Ich weiß nicht, was du meinst. Soll ich das Mikrofon hier aufstellen? Also. Das Foto kenne ich übrigens gar nicht. Ja, das ist ja gut. Sehr gut. Also ja, das beschreibt ziemlich gut Nicole, aber ich erzähle euch nicht, was das erste Foto war, was du mir geschickt hast, nämlich wo sie das erste... Es gibt Menschen, die machen unsere Welt zu etwas Besonderem. Der Markus gehört zu diesen Menschen. Bei Markus ist das Glas immer halb voll. Das meine ich jetzt auch so. Und Markus sieht immer zuerst das Positive. Markus ist zuverlässig, aufrichtig, fürsorglich und ganz wichtig, der Mann hat Humor. Dürfen wir jetzt einen weiteren Song geniessen? Und zwar kommt jetzt «How Long Will I Love You» von Ellie Goulding. As long as stars above you, the longer if I can. How long will I need you? As long as the seasons need to follow the plan. As long as the sea is bound
Geister haben sie begleitet durch viele Jahre. Haben ihr ein gutes und sorgloses Leben beschert, für wahr. Darum auf die Frage, wie und wann merkt man, dass es die oder der richtig ist? Gibt es nur eine Antwort. Los tief in dein Herz, es lässt dich sicher nicht im Stich. As long as a sea is bound to upon the sand. How long will I love you? Schön, dass es die Nicole gibt. Denn für den Markus ist es die richtige Zeit. Wir wünschen der Familie nur das Allerbeste und mit Freude sind wir gekommen an das grosse Fest. Als das angefangen hat mit dem Markus, hat sie angefangen, sich Notizen zu machen. Und jetzt kennen sie sich 3,5 Jahre. Also ihr könnt euch vorstellen, es hat ein paar Notizen gegeben. Schätzi, es war im Frühling 2019, wo mir Pascal ein Foto gezeigt hat von dir. In der einen Hand ein Glas Wein, in der anderen eine Zigarre. Ich habe dich gesehen und gedacht, was für ein Mann. Das ist noch ein richtiger Geniesser. Der passt zu mir. Da konnte ich mir aber noch nicht ausmalen, wie sehr du zu mir passt. Und dann im November darauf, was für eine erste Begegnung. Was für einen unvergesslichen Abend. Nach langem Warmtrinken und leicht begügeltem Nachtessen haben sich unsere Rhythmen schon am ersten Abend gefunden. Wir haben uns das erste Mal getroffen, im Marinalachen. Der Markus hat mit mir im Vorfeld Mut angetrunken. Ja, ich habe das gebraucht. Ich bin seit langem wieder mal so richtig nervös gewesen. Du bist zu uns an den Tisch gekommen. Und von der ersten Sekunde an hatten wir Spass. Du hast es geschafft, mich mit all deinen Sinnen zu verzaubern. Ich werde all das, was wir erlebt haben, nie vergessen. Ich liebe es, wie du mich anlachst und schaffst, mich nach gestressten Tagen wieder aufzubauen. Wir sind zu einer kleinen Familie zusammengewachsen und ich hätte mir nie träumen lassen, dass sich das so schön und vertraut anfühlt. Danke, dass du so wundervoll bist. Danke, dass du genau so bist, wie du bist. Schätze, du bist für mich der wundervollste Mann, der mir eh begegnet ist. Ich bin selber in einer ähnlichen Familiensituation aufgewachsen. Ich habe es so schön gefunden, wie wir alle gleich behandelt und geliebt worden sind. Und natürlich immer noch werden. Ich habe den grössten Respekt vor meinen Eltern, wie sie das gemeistert haben. Und ich habe immer gedacht, das könnte ich nie. Und dann ist der Moment gekommen und du hast mir den Jolien vorstellen. Du hast Pascal, den Markus und mich zu dir eingeladen. Ich hatte Angst. Aber nicht wegen meinen Gefühlen, sondern dass mich Jolien nicht könnte akzeptieren. Es ist keine Minute vergangen und Jolien wollte auf meinem Schoß sitzen. Sie hat mir alle Angst sofort weggenommen. Ich danke dir für deine Liebe, die du mir und unseren Kindern jeden einzelnen Tag entgegenbringst. Danke, dass du mich so liebst, wie ich bin, mit all meinen Ecken. Es ist das schönste Gefühl, von dir geliebt zu werden. Danke, dass du Jolien und mich so in dein Herz geschlossen hast
und dich voll und ganz kompromisslos auf uns eingelassen hast. Du und unsere zwei Kinder bedeuten mir alles. Immer habe ich von der bedingungslosen Liebe geträumt. Worte können nicht beschreiben, wie tief meine Liebe ist für mich, für dich und Kinder. Als neue Mann meiner Seite hast du nicht nur mich zur glücklichsten Frau gemacht, sondern auch das Herz von meiner, unserer Tochter können erobern, was mich zutiefst berührt. Du bist für sie zu so einer unverzichtbaren Bezugsperson geworden. Und der Jamie, der wie so ein kleiner Kämpfer die eine Chance ergriffen und sich in unser Leben eingenistet hat. Der hat gedacht, jetzt oder nie. Ich verspreche dir, dass ich alles daran setzen werde, dich glücklich zu machen. Für dich da zu sein, im Regen, wie auch im Sonnenschein. Und dich zu lieben bis in die Ewigkeit. Wie so oft habe ich an einem schönen Tag an dir geschnuppert und gesagt, Schatz, du bist schwanger. Du hast es nicht wollen oder können glauben, aber meine Nase hat recht gehabt. Vom ersten Moment habe ich gedacht, ja. So hast du mir eine neue Familie geschenkt, mit zwei. Mit zwei wundervollen Kindern, der Jolene und dem Jamie. Ja, habe ich gedacht. Aber was denkst du? Ich wollte Gewissheit haben und habe unsere Verlobungsreise geplant. Natürlich auf Wien, wo unsere erste Reise hingegangen ist. Ich habe dich gefragt und du hast ja gesagt. Ich liebe dich und ich verspreche dir, ja, ich sorge und kümmere mich um unsere Kinder. Ja, ich pflege unsere Beziehung, weil das der Mittelpunkt unserer Familie ist. Ja, auch wenn es mal stürmt, werde ich euch Schutz und Geborgenheit geben. Ja, ich werde es nicht nur denken, sondern auch aussprechen. Ich liebe dich. Thank you.
May you never give up on me.